Game Pass oder doch lieber PS Plus? Hey, sag mal, Game Pass natürlich. Da gibt's 400 Spiele für Konsole und PC. Was willst du mehr? Hallöchen! Ach nee, nicht du schon wieder. Ey, nimm lieber das PlayStation Plus. Da hast du Zugriff auf 740 Spiele. Ja, ein Großteil davon sind ja für die alten PlayStations. Hallo? Das nennt sich Retro? Da stehen die Leute drauf. Retro? Ernsthaft? PS3-Spiele gehen nur über die Cloud. Retro-Cloud oder was? Also es gibt genug von unseren exklusiven Titeln, auch im Abo. Pff, ja, Neuerscheinungen müssen die Leute kaufen. Bei uns... So, jetzt haut mal ab, so kann sich ja niemand entscheiden hier. Und damit herzlich willkommen zu Turn On. Mein Name ist Vera. Microsoft versteht sich ja schon länger als Service-Dienstanbieter und setzt auf den Game Pass, quasi das Netflix für Videospiele. Und Sony, der bei den Konsolenverkäufen die Nase vorn hat, möchte nun auch in den Markt einsteigen und hat ihr PlayStation Plus Modell ordentlich umstrukturiert. Aber reicht das wirklich, um Microsoft die Konkurrenz zu machen? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Es scheint ja so, als wären Gaming-Abos ein komplett neuer Trend. Dabei gibt es dieses Konzept schon sehr, sehr viel länger. Microsoft hat zum Beispiel am 1. Juni 2017 ohne große Werbemaßnahmen einen Abo-Dienst für über 100 Spiele veröffentlicht, und zwar der Xbox Game Pass. Aber Vorreiter sind die Amerikaner hier nicht. Schon 3 Jahre früher bot EA mit EA Play das gleiche Konzept für die eigenen Marken an. Und das Humble Bundle, das gibt es schon seit 2010 mit einem Abo-Modell. Trotzdem sind Microsoft die, die das Potenzial von diesen Gaming-Abos mega gut erkannt haben und das Ganze weiter voranbringen wollen. So haben sie zum Beispiel ein halbes Jahr später schon angekündigt, dass alle Spiele ihrer Marke, also alle Originaltitel, schon ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar sein werden. Was natürlich mega cool ist für alle Leute, die Fans von Forza Horizon, Gears of War oder auch Halo sind. Aber Sony hat bis zu diesem Zeitpunkt einfach mehr Exklusivtitel im Angebot. Und das ist natürlich ein Grund für Microsoft, ein bisschen aufzustocken und sich nicht so sehr auf diese Third-Party-Titel zu verlassen, die es eben auch für die PlayStation gibt. Und so, ja, fing der amerikanische Konzern eben an, so ein bisschen Studios aufzukaufen. Und die berühmtesten sind zum Beispiel die Minecraft-Entwickler von Mojang sowie ZeniMax und auch Bethesda. Und zuletzt sorgt das Unternehmen mit dem Kauf von Activision Blizzard für absolute Schlagzeilen. Für stolze 68,7 Milliarden US-Dollar wurde das Unternehmen nämlich aufgekauft. Und das sorgt jetzt für ein Portfolio von 33 Studios. Doch damit immer noch nicht genug, denn Microsoft erweitert den Game Pass auf den PC aus und bietet seit 2020 auch Cloud Gaming an. Zocker und Zockerinnen können nun ohne große Einschränkungen sehr, sehr viele Titel auf ihren Smartphones mit dem Xbox-Controller oder anderem Zubehör spielen, sofern das Internet auch mitspielt. Und mittlerweile gibt es laut Microsoft über 25 Millionen verkaufte Game Pass-Abos. Und das ist natürlich für Sony Grund genug, auch so ein bisschen was vom Kuchen abhaben zu wollen. Und deshalb gibt es jetzt seit letztem Monat ein neues PS Plus-Modell, das wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wie auch beim Filmestreaming gibt es verschiedene Abstufungen in den Abo-Modellen von Microsoft und auch von Sony. Und man kann sagen, je mehr ihr bezahlt, desto mehr bekommt ihr auch. Das Basismodell bei Microsoft ist Xbox Live Gold, beziehungsweise auf Sonys Seite PS Plus Essential. Und die braucht ihr erstmal auf den Konsolen, um online überhaupt zocken zu können. Und obendrauf gibt es dann noch so ein paar monatliche kostenlose Spiele. Und PS Plus Extra ist das eigentliche Abo-Modell auf Sonys Seite, welches man so ein bisschen mit Netflix vergleichen könnte. Hier habt ihr nämlich Zugriff auf 400 Spiele. Und bei Microsoft ist es der Game Pass, dieses eigentliche Abo-Modell, das ihr entweder für PC oder auch für Konsolen erwerben könnt. Und je nachdem, für welche Plattform ihr euch entscheidet, gibt es eben auch einige Unterschiede bei den angebotenen Spielen. So sind gerade Strategiespiele wie zum Beispiel Age of Empires 4 nur in den PC Game Pass enthalten, weil es diese Titel eben nicht für die Xbox gibt. Und EAs hauseigenes Abo-Modell, also EA Play, gibt es dann auch noch oben drauf. Und wer noch so ein bisschen mehr aus seinem Abo-Dienst herausholen möchte, der schnappt sich dann das Premium-Modell. Bei der PlayStation heißt das PlayStation Premium und da habt ihr dann Zugriff auf 740 Spiele, darunter dann viele Klassiker der PlayStation 1 bis 3 Ära. Leider aber die meisten davon
nur via Cloud. Und Microsoft hat dann eben den Xbox Game Pass Ultimate und der verknüpft dann den PC und den Konsolendienst und erweitert euer Abo um Cloud Gaming. Und schön finde ich auch, durch dieses Cloud-Saving könnt ihr zum Beispiel Halo Infinite auf der Konsole zocken und dann nahtlos am PC weiterspielen und euer Speicherstand wird einfach mit übernommen. Auf der Xbox und auch auf der PlayStation sind die Apps für den Abo-Dienst schon direkt integriert und ihr könnt sie darüber auch aufrufen. Und genauso wie wenn ihr digitale Spiele kauft, könnt ihr sie aus der entsprechenden Bibliothek einfach auswählen und installieren, beziehungsweise dann eben auch starten, wenn ihr sie eben über die Cloud nutzen wollt. Und Microsoft bietet dabei ein sehr aufgeräumtes Interface, wie ich finde, wo sich eben schnell Titel nach diversen Kriterien sortieren lassen. Bei Sony hingegen fehlt es definitiv noch an dem Feinschliff. Auf den ersten Blick sieht es noch aufgeräumt und übersichtlich aus. Doch wenn ihr einen bestimmten Titel sucht, dann müsst ihr über mehrere Unterkategorien gehen. Und bei den Retro-Games, da wird es dann noch ein Tick schwerer, da sich in der Suche eben nur die PS3, die PS4 und die PS5 auswählen lässt. Und hier ist definitiv noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn ihr die Abo-Dienste dann natürlich auch außerhalb von eurer Konsole nutzen möchtet, dann braucht ihr natürlich auch entsprechende Apps dafür. Und die Game Pass App ist bei dem aktuellen Windows-Betriebssystem mit an Bord und Teil der Game Bar. Im Idealfall seid ihr mit eurem Microsoft-Konto sowohl bei eurer Xbox als auch auf eurem Windows-PC angemeldet und könnt dann auf beiden auch den Abo-Dienst nutzen. So, und für PS Plus müsst ihr dann die entsprechende App erst installieren und euch dann mit eurer PlayStation-ID anmelden. Und wenn das geschafft ist, dann könnt ihr ebenfalls auch ohne Probleme den Service nutzen. Leider fehlen bisher noch einige Titel für den PC und die anderen lassen sich nur über Cloud Gaming anspielen. Und ihr solltet also eine stabile und gute Internetverbindung haben. Sony empfiehlt hier mindestens eine 5-Mbit-Leitung. Aber wie sieht es denn beim Mobile Gaming aus? Auch hier lässt sich die Game Pass App einfach im App Store installieren und auch dort meldet ihr euch dann einfach mit eurem Account an und könnt dann via Bluetooth euren Xbox-Controller damit verknüpfen. Optional könnt ihr auch Zubehör von Drittherstellern nutzen, wie zum Beispiel das Razer Kishi und ein Video für diverse Gadgets. Das findet ihr hier. Auf der PS Plus Seite gibt es aber derzeit keine Möglichkeit, auf mobilen Geräten zu zocken. Zwar sind da so ein paar Gerüchte im Umlauf, dass Sony auch hier Microsoft so ein bisschen Konkurrenz machen möchte. Bestätigt ist davon aber noch nichts. Seit kurzem gibt es die Game Pass App auch auf smarten Samsung-Fernsehern und das erlaubt das Cloud-Zocken auch ohne zusätzliches Gerät. Und mit Keystone arbeitet Microsoft auch schon an einer Art Streaming-Stick für seinen Abo-Dienst. Und Microsoft ist die Plattform eigentlich völlig egal, auf der die Leute eben den Game Pass nutzen, solange sie ihn eben nutzen. Und daher wäre es auch theoretisch möglich, den Service auf der Nintendo Switch oder ja, sogar auf der PlayStation anzubieten. Sony hingegen steckt noch komplett in den Kinderschuhen. Ihr neues PlayStation Plus Modell ist erst veröffentlicht worden und kann für den Anfang auch schon einen beachtlichen Spielekatalog vorweisen. Doch er ist eben bisher nur für die Leute interessant, die auch wirklich eine PlayStation besitzen. Das japanische Unternehmen konzentrierte sich als Marktführer lange auf das reine Konsolengeschäft. Zu Recht, wie ich finde, denn der Absatz der PlayStation 5 ist mega beachtlich, trotz dieser knappen Verfügbarkeit. Doch wenn Sony mit dem Abo-Modell auch größere Erfolge feiern möchte, dann muss da einfach mehr kommen. Es ist denkbar, dass der Dienst zukünftig auch in den Sony-TVs oder auch den eigenen Smartphones von dem Unternehmen integriert werden kann. Zusammengefasst kann man also sagen, durch diese Abo-Modelle ist eigentlich für jeden was dabei. Egal, was ihr spielen wollt, ihr findet es irgendwo in irgendeinem dieser Abo-Modelle. Man merkt aber, dass Microsoft deutlich mehr Erfahrung hat und sein Abo-Angebot eben als eigentliches Geschäftsmodell mittlerweile betrachtet, was sie auf ganz vielen unterschiedlichen Plattformen anbietet. Und Sony steckt noch so ein bisschen in ihren alten Mustern drin. Das merkt man zum Beispiel daran, dass Exklusivtitel nicht von vornherein verfügbar sind, sondern dass sie erst ein paar Monate später kommen und man sie erstmal kaufen muss, wenn man sie gleich zu Beginn spielen möchte. Und diese PS Plus Modelle sind eben auch nur für Leute interessant, die auch wirklich eine PlayStation besitzen. Und da merkt man eben auch wieder, Sony möchte insgeheim einfach nochmal so ein bisschen das Konsolengeschäft ankurbeln. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass beide sich hier ausprobieren und dass jetzt auch Sony auf diesen Abo-Dienstzug aufgesprungen ist, weil, naja, Konkurrenz belebt bekanntlich den Markt und das ist ja nur gut für uns, weil wir dadurch mehr Spiele in diesen Abo-Modellen bekommen.
Und jetzt bin ich neugierig. Schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, welchen Abo-Dienst ihr nutzt und warum. Und falls ihr euch noch nicht richtig festgelegt habt, dann schaut mal bei unserem neuen Video vorbei, wo wir die PlayStation 5 versus die Xbox Series X gegeneinander gehalten haben. Lasst doch gerne ein Like da und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder.